Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so eine kleine Folge von meinem Goldtagebuch. Wir waren mal wieder fleißig. Und zwar habe ich im letzten, ja, fast einen Monat, sind um die 4 Wochen, ein bisschen was investiert an Gold, sogar einiges investiert. Und ja, mal gucken, was ich da so wieder reingeholt habe. Ihr wisst ja, ich bin unter anderem geswitcht vom Server mit meinem Main. Mit denen habe ich ja Schmied und Lederer. Und jetzt musste ich auf meinem alten Heimatserver ein bisschen nachrüsten, unter anderem auch Schmied und Lederer wieder hochskillen, was nur wenige 100k kostet, ne? Aber wenn man diese Legendary-Rangsachen hochskillt, dann ist das doch ein bisschen teurer und dementsprechend sind wir einiges in den Miesen, und zwar um die 40 Millionen habe ich ausgegeben. Nicht nur für das Skillen, es sind natürlich dann auch Mattkosten und andere Sachen mit eingeflossen, unter anderem ein bisschen Transmog-Gedöns gekauft und so, aber das sollte der kleinere Posten sein. So, dass ihr euch da ein bisschen mehr darunter vorstellen könnt, habe ich meine schöne Tabelle oder mehr oder minder schöne Tabelle. Und ja, hier können wir mal gucken, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Wir waren stehen geblieben bei overall auf beiden Accounts 58 Millionen, also das sind hier immer quasi Tausenderwerte, also sind wir bei 58 Millionen Gold stehen geblieben. 5 Millionen auf dem Main-Account, 53 auf dem Second-Account. Jetzt können wir mal gucken, was davon noch über ist. Nicht mehr sonderlich viel auf dem Main-Account, ist jetzt noch 1,6 Millionen. Und ich hoffe, die Daten sind akkurat. Ich musste alle meine Charts wieder neu einloggen, weil ich hier Alcoholic mal gelöscht habe, um ein bisschen Add-on-Sachen zu fixen. Lange Geschichte, kurz gemacht, ich musste auf allen Charts einloggen. Und wenn du fast 90 Charts hast, dauert das ein bisschen tatsächlich. Genau, also wir haben auf jeden Fall hier auf dem Main-Account 1,6 Millionen. Ein paar Zerhackte mehr, und hier auf dem Second Account sind wir noch bei 15,3 und ein paar Zerhackte. Also wenn man es jetzt grob aufrundet zusammenrechnet, dann haben wir 17 Millionen noch, ne? Und wir hatten hier 58, also wir haben über 40 Millionen ausgegeben. Wie gesagt, das sind einiges an Skillkosten drin gewesen. Diese Legendaries hochzuscalen ist relativ teuer, und natürlich dann die Ausgaben, die ich ja so habe, um quasi meine Sachen immer wieder nachzustocken. So, wir können mal kurz gucken. Ich habe hier, oh, das müssen wir jetzt ein bisschen kleiner machen. Ich hoffe, das ist nicht klein genug. Ich habe mir am Anfang von der Expansion mal so ein Sheet gemacht zum Legendary Craft, um mir alles Mögliche durchzurechnen. Und da habe ich mir dann auch mit den immer aktuellen Mattpreisen die Kosten zusammengerechnet, was bestimmte Sachen kosten, wenn ich es skillen würde. Jetzt muss ich mal gucken. Wenn ich alle Schmiedesachen skill, dann haben wir hier 1000, 10.000, 5 Millionen würde das kosten, und die Ledersachen 16, ne? Also zusammen so 21. Da ist jetzt aber noch nicht drin, dass ich ja dann auch die Rang 5 und 6 Sachen auch nochmal alle craften muss. Und ich habe tatsächlich von Rang 3 auf 4 mit Rang 5 geskillt. Also immer noch diese Legendary Essence mit reingepackt, weil die Rang 3 Sachen halt im miese Bereich sind und die Rang 5 Sachen im Plusbereich waren. Dann sind aber die Kosten halt relativ viel höher, ne? Und ja, also wahrscheinlich habe ich, ich würde jetzt mal behaupten, für Skillen, ja, vielleicht so 25, 30 Millionen ausgegeben, würde ich mal so grob sagen, und den Rest für Mattgeschichten. Aber jetzt gucken wir mal in den Postkasten rein, was wir da rausholen. Ich hoffe, dass wir Minimum 20 Millionen rausziehen. 30 wären richtig top, und wenn wir die 40 wieder reinholen, das ist sehr unwahrscheinlich, ne? Weil wie gesagt, ich kann euch das auch mal kurz zeigen hier auf, oh ne, warte mal, das ist der falsche Account hier. Ich habe natürlich diese ganzen Rang 1, 2, 3 Sachen, habe ich x Dinger auf der Bank liegen, ihr seht das hier. Und die sind halt einfach teilweise nichts wert, ne? Also vor allem die Rang 1 Sachen, die sind halt alle im miese Bereich, ne? 2 und 3 teilweise auch. Manche Dinger sind für 25 goldenen Legendary, wo es halt für 5, 6k hergestellt hast, ne? Und ja, das habe ich auf dem Hunter auch noch. Also ich habe hier jetzt auf dem Monk auf Antonidas, gut, Schneiderer hatte ich vorher schon auf Max und die ganzen Legendaries oben, habe ich mir halt jetzt Schmied hochgezogen und halt auch hier, wie ihr seht, die ganzen Legendary-Sachen, ne, auf 4, beziehungsweise mit den Upgrade-Teilen kriegst du ja auf 5 und 6. Und Mats habe ich auch noch einige. Und selbiges habe ich dann bei meinem Hunter noch gemacht. Und zwar habe ich da sowohl Juve als auch im Lederer noch hochgezogen. Und Lederer ist ja mit am teuersten, weil du ja sowohl alle Kettensachen als auch alle Ledersachen einmal herstellen kannst. Gut, ich würde sagen, wir schauen mal rein.
Und dann gucken wir mal, wie es mit dem Gold aussieht. Achso, vielleicht sollten wir... Ja gut, wir merken uns einfach die 17 Millionen, dass wir die etwa hatten. Moment, machen wir das jetzt mal kurz hier. Das ganze Gekrösel kann ich eigentlich rausschmeißen. Das brauche ich eigentlich nicht mehr wirklich. Jetzt einfach hier mal 17 M reinschreiben, dass wir uns das merken, dass wir die etwa noch hatten. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt hier rausziehen. Gut, fangen wir jetzt mal einfach mit meinem Monk an. Auf Antonidas. Und da können wir jetzt mal gucken. Ich ziehe mir den Chat jetzt auch mal groß, dass man das so ein bisschen besser... Okay, jetzt habe ich es verkackt. Habe ich den jetzt da unten reingezogen? Nein, ich will den Chat da wieder rauskriegen. Okay, gut, das muss ich mal später irgendwann fixen. Das ist jetzt eher ungünstig gelaufen. Anscheinend kriege ich den Chat da jetzt nicht mehr raus. Scheiße. Ja, okay, gut. Das ist jetzt sehr ungünstig. Egal, fürs Video soll es wurscht sein. Wir ziehen jetzt mal hier die Post raus. Kann ich hier irgendwie umstellen, dass ich nur das Gold sehe? Nee, das sehe ich nicht. Gut, egal. Wir haben drin 1169 Items, die wir in der Post haben. Es müsste alles Gold sein. Ich verkaufe übrigens mit dem hier nicht nur die Legendary Pieces. Ihr seht, hier ist auch viel Kleines dabei. Ich verkaufe auch sämtliche Schmied- und Stoffsachen, die halt quasi 200 Item Level sind, beziehungsweise 230er Sachen. Also das sind leider nicht nur Legendary Pieces drin, sonst wären 1000 Items relativ viel. Gut, dann starten wir mal hier rein und gucken mal, was wir so rausziehen. Also ihr seht schon, die meisten Sachen sind hier tatsächlich im Low-Bereich sind so um die 2000 Gold, ne? Oder um die 5.000, 6.000 Gold. Das sind halt die blauen Items, die werden tatsächlich in Massen hier abgekauft. Und dann hast du halt sehr viel Stuff drin, der so zwischen 5 und 10k liegt. Das sind halt dann die Lone Legendary Items. Und ab und an hast du halt zwischendrin so Items 36.000, 50.000, 36k hier. Das sind dann tatsächlich die Rang 4, 5 und 6 Items. Die sind auch gut runtergegangen. Die haben ja vor ein paar Wochen noch teilweise über 100.000 Gold gekostet. Hat den Hintergrund, dass diese Legendary Teile... ich glaube, beim letzten Video, das ich gemacht habe, da waren die sogar noch bei fast 2000 Gold, diese Legendary-Teile, ne? Und wenn die halt bei 2k liegen und du 40 Items brauchst, dann hast du da schon mal 80k nur für diese Upgrade-Teile, ne? Also, und jetzt kosten die, also auf Antonidas teilweise schon auf 100 Gold runter, also ein Zwanzigstel von dem, was es vor 4, 5, 6 Wochen gekostet hat. Also die sind richtig abgestürzt. Und dementsprechend sind da die Legendaries auch gut runtergegangen, ne? Selbst wenn ich jetzt ein Legendary für 40, 50k verkaufe, einen Rang 6, mache ich halt noch gut Gewinn, weil davor hat mich halt alleine die Legendary-Teile, da musst du ja noch ein bisschen, ein paar Mal mehr Mats sind ja noch dabei, weil das sind das teuerste, hat davor ein Ding 80.000 gekostet und jetzt kostet das Ding halt noch 4.000 bis 8.000, je nachdem, zwischen 100 und 200 Gold sind die Dinger, ne? Also das ist wirklich ein Bruchteil und da merkst du es halt, dass es extrem untergegangen ist, weil für so ein Base-Teil, vor allem Schneider, zahle ich teilweise nur so 10.000 für das Base-Teil auf Rang 4, dann kommen die 4, 5, 6, 7, 8k noch dazu, dann bin ich unter 20k bei einem Rang 6 zum Herstellen, ne? Und wenn ich es dann für 30, 35 verkaufe, bin ich trotzdem noch gut im Gewinn. Achso, jetzt sind wir am Goldcap, seht ihr? Wir haben einiges rausgeholt, die Hälfte ist tatsächlich schon raus und wir sind jetzt einmal beim Cap. Jetzt müssen wir das blöderweise einmal verschieben. Jetzt müssen wir mal gucken, welchen Char wir da zur Verfügung hätten, der jetzt vielleicht noch ein bisschen Platz hat. Ich könnte mal zu meinem Hexer ein bisschen was schicken. Was hat denn der noch rumliegen? 4000 hat der noch rumliegen. Ja, komm, schick mal es zum Hexer. Dann haben wir zumindest da schon mal ein bisschen Platz geschaffen. Kriegt der mal 99800. Machen wir das mal so. Warte mal, machen wir es mal so. Dann müsste da noch genug Platz sein. Yep, okay. Jetzt gucken wir mal. Nicht, dass wir es auf den falschen Char schicken. So, ein Cap haben wir schon mal raus. Dann gucken wir mal weiter. Und ihr seht schon, hier sind schon die älteren Sachen. Hier habe ich dann auch nochmal was für 70k verkauft. Da sind dann mehr für knappe 60 drin, ne? Also hier sogar auch nochmal für 100k eine Hose. Also eine Hose, ne? Da geht schon was. Umso weiter das zurückgeht, umso mehr sind halt die Legendaries noch wert gewesen. Aber da habe ich natürlich auch für die Baseline-Teile, ne?
insgesamt auch mehr Mattkosten bezahlt, ganz klar. Ich muss mal schauen, wie das jetzt mit den Core-Tier-Items weitergeht, ne? Ob die weiter so günstig bleiben, ob die noch mehr abstürzen oder ob es langsam so ein bisschen kippen wird, weil du hast halt auch den Punkt, dass wahrscheinlich immer mehr Leute in Core-Tier eher weniger machen werden, ne? Ich bin da jetzt auch nur noch für eine Ruffraktion tatsächlich dran und dementsprechend mache ich auch nicht mehr ganz so viel in Core-Tier. Also ich mache nicht mehr jede Kiste auf, ich mache nicht mehr gut, die Quests mache ich schon, aber nicht mehr jeden Rare und so. Und das hat halt auch die meisten Kristalle tatsächlich gebracht, ne? Klar, bei den Quests kriegst du auch manchmal drei oder so und für die Kiste sind dann, glaube ich, auch ein paar drin. Aber wenn du natürlich alles mitnimmst, dann gehst du da schon mit, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kristallen am Tag raus, ne? Wenn's gut läuft. Also ich habe ja wirklich da teilweise 1,5 Stunden am Tag wirklich alles mitgenommen. So, und jetzt seht ihr hier schon, es war jetzt gut, dass wir das ganze Zeug zeitnah aufgemacht haben, denn, hier geht es dann schon runter auf 2 Tage. Viel länger, wenn ich es drin gelassen hätte, wäre es dann problematisch geworden. Und dementsprechend muss ich schon immer auch gucken, ne, dass ich das schön in diesem Monatszyklus so ein paar Tage davor halt auch öffne, ne, nicht, dass das Zeug weg ist. So, was haben wir denn jetzt noch raus? Ja, auf 7 Millionen kommen wir noch, oder? Yep. Wir hatten, glaube ich, 3 im Vorhinein gehabt, heißt 10 haben wir weggeschickt, 14 Millionen haben wir jetzt rausgezogen. Das ist nicht schlecht, ja, kann ich mich jetzt nicht beschweren. Ist auf jeden Fall eine solide Geschichte. Die Skillkosten werden wir da aber leider nicht mit reingeholt haben, aber zumindest, achso, das kriege ich ja da nicht mehr raus. Ja gut, da muss ich mir was überlegen dann. Zumindest haben wir eine gute Portion reingeholt und wir haben ja noch 1-2 Chars, die wir aufmachen können. So, jetzt gucken wir bloß. Ich habe nämlich auch, wie gesagt, auf der Bank noch einiges. Was haben wir hier? Also die ganzen Matt-Geschichten und hier nochmal alles aufgefrischt, ne? Und was wir uns auch nochmal angucken können, was ich an Item-Value im Auktionshaus habe. Das ist auch immer noch so eine Sache, die vielleicht interessant ist. Was habe ich an Item-Value? 8,4. Das können wir uns mal noch aufschreiben. Das war 8,4 waren das, okay. Dann würde ich sagen, locken wir mal weiter. Und zwar hole ich vielleicht gleich schon mal aus dem Postkasten das bei dem einen Twink raus. Und dann können wir beim Main dabei mal... Ach nee, jetzt habe ich beim Falschen ausgeloggt. Ups, da wollte ich nicht ausloggen. Hier wollten wir einmal ausloggen. So, und zwar... genau, den Hexer wollten wir uns angucken und danach den Hunter noch. Ja, was mir auch gerade im Stream geschrieben wird, ich könnte mein Char-Fenster ein bisschen hochziehen. Ich habe da ein Add-on, Move Anything, glaube ich, oder so heißt es. Damit könnte ich das wahrscheinlich versuchen, nochmal wegzuschieben. Aber da muss ich dann gleich nochmal ein bisschen gucken. So, wir können hier schon mal schauen. Ich hatte ja das letzte Mal schon ein bisschen was ausgegeben. Ich glaube, ich hatte beim letzten Mal schon Juve geskillt gehabt, ne? Und das hat sich eigentlich relativ schnell amortisiert. Juve hoch zu skillen war relativ günstig. Und dann quasi noch die Legendary-Ränge zu skillen, das ging tatsächlich. Ich glaube, ich habe da 5, 6, 7 Millionen oder so nur ausgegeben. Ist aber tatsächlich so, dass man bei Juve nur 2 Sachen hat, ne? Du hast einen Ring und Halskette und dementsprechend war das eigentlich relativ günstig. Nur die Grundmats sind ziemlich teuer. Also ich glaube, das teuerste, was man craften kann im Moment, sind halt einfach die Juwel-Sachen. Schlichtweg, weil diese Essenzen, die man braucht, schweineteuer sind. Und da sind auch tatsächlich auf Antonidas nicht so viele Leute im Markt, habe ich gemerkt. Und wenn ich da was verkaufe, mache ich relativ guten Gewinn. Ich verkaufe auch relativ gut was, so an Halsketten und Ringen. Wobei, jetzt wo die Legendary-Teile gesunken sind, sind die Gewinnspannen da leider auch nicht mehr so groß. Und jetzt schlägt quasi diese Essenzen mehr ins Gewicht, ne? Weil vorher waren halt alle Legendary-Teile bei über 100k und jetzt sind es halt nur noch die Ringe und der Hals. Und da sind die Leute dann immer ein bisschen mehr zurückhaltend. So, jetzt muss ich mal gucken, ob wir mittlerweile schon eingeloggt sind. Ja, hier bei dem Hexenmeister. Da wollten wir jetzt einmal das Gold schon mal aus dem Briefkasten holen, dass wir sehen, wo wir genau stehen. Ah, wo sind wir denn hier genau? Einmal das Cap. So, dann, ja, das sieht jetzt schon besser aus. 24 wieder auf Antonidas, ne? Jetzt gehen wir mal auf den Hunter noch und schauen mal, was wir da rausziehen. Und was wir auch noch brauchen, ist quasi den Druid, den ich hier auf Ding noch habe. Jetzt muss ich bloß schauen,
ist jetzt natürlich blöd gelaufen, dass ich zwischendrin mit meinem Main versehentlich ausgeloggt habe. Der spackt nämlich leider ein bisschen und da sind die Ladebalken ewig, beziehungsweise wenn ich dann eingeloggt bin, dann dauert es teilweise auch immer noch 2-3 Minuten, bis sich der Char gerappelt hat. Liegt so ein bisschen an den ganzen Collectible-Add-ons, die ich habe, wie All the Things. Ihr seht das hier, da hängt es sich immer auf. Unter anderem aber auch an Trade Skill Master und ich habe auch, vielleicht kann ich euch das nachher auch noch zeigen, ein neues Add-on für 2 Transmog zum Collecten. Das habe ich jetzt anstelle von Collection Shop. Das buggt leider ein bisschen und dementsprechend funktioniert es halt nicht mehr und da musste ich mir ein anderes Add-on versuchen. Ja. Das ist ganz gut tatsächlich, aber das frisst halt wieder mehr Ressourcen und ich habe beim Einloggen eh schon Probleme, deswegen ist das immer so eine Geschichte, ob ich das überhaupt anlasse. Und zwar kann ich mal hier drauf swappen, das heißt Collectionator, genau. Und da kann man halt auch dieses 2 Transmog aus dem Auktionshaus rausfiltern, was man ja nicht sieht, wenn man hier auf nur gesammelt und verwendbar geht, ne? Weil da sieht man nur die Sachen, die man als Erst-Transmog noch nicht hat und bei dem anderen sieht man halt auch wirklich alles. Gut, das soll jetzt aber nicht das Thema des Videos sein. Wir wollen jetzt hier beim Main auch nochmal schauen, was wir da drin haben. Und zwar hatte ich, glaube ich, das letzte Mal... Was haben wir denn hier? Ach ja, war Transmog Farm, da kommen noch irgendwelche andere Sachen rein. Komm, das nehmen wir schnell raus und verkaufen es. Ach nee, das können wir... Naja, ob ich das überhaupt zum Sahar hau, überlege ich mir noch. Genau, also bei dem Main verkaufe ich hier auf Blackmore quasi auch die Leder- und die Schmiedesachen. Sowohl bei Lederkette als auch, quasi Leder an sich. Und dann halt auch die 200er-Items, die 230er und die Legendary-Base-Teile. Ich habe hier echt ein bisschen knappern müssen, sage ich euch ganz ehrlich. Schlichtweg, weil auf Blackmore der Markt sehr, sehr schlecht war bei den Legendaries. Da war alles im Minus. Und mittlerweile, zumindest so phasenweise, erholt sich das Ganze. Ich kann euch das mal hier zeigen. Ich habe jetzt hier ein Add-on. Das schimpft sich Legendary Stock Tracker. Und dann kann man immer auch so ein bisschen sehen, wie quasi die Preise im Verhältnis zu den Mats sind. Auf TSM klappt es ja leider noch nicht so hundertprozentig. Und damit kann man quasi dann auch immer explizit die Sachen quasi restocken, die im Plus sind. Das kann man dann so alles ein bisschen einstellen. Genau, und damit arbeite ich tatsächlich jetzt ein bisschen intensiver. Und jetzt, ihr seht es, die Sachen sind im Plus. Das waren... Von den 4 Wochen waren, glaube ich, 3 Wochen alles im Minus. Also wirklich, hier war alles rot und zwar nicht nur 5-6%, sondern teilweise 30-40% im Minus. Keine Ahnung, was jetzt im AH los ist. Anscheinend hat derjenige, der alles gedrückt hat, aufgegeben. Und jetzt sind die Sachen wieder halbwegs im Plus. Also so ein bisschen Gewinn konnte ich jetzt die letzte Woche noch machen, aber die ersten 3 Wochen war es ein Graus. Gut, ich würde sagen, bevor wir das aber machen, gucken wir jetzt beim Hunter noch. Und zwar... haben wir hier sogar am meisten Verkäufe. 1.499 für 1.500 hat es nicht ganz gereicht. Und bei dem haben wir halt Juve, ne? Und da habe ich auch Lederer noch geskillt quasi. So, wo haben wir es hier genau? Also da habe ich auch alles auf Rang 4 bei dem Hunter hochgehauen. Das war definitiv das teuerste. Und was ich hier noch so ein bisschen als Problem habe, was ich euch auch gleich noch zeigen kann, hier habe ich halt so viele Auktionen, ihr seht, 650 Auktionen sind hier drin und nur 7k quasi Kapital, ne, was das Zeug wert ist, liegt einfach dran, weil es so viele Low-Ränge, die ich hier reinbuttern muss, dass mir das Inventar nicht verstopfen, die sind halt teilweise gar nichts wert, ne. Das ist halt echt ein bisschen blöd und auf der Bank habe ich halt auch die komplette Bank voll, also es wird wahrscheinlich noch Monate dauern, bis ich diese Low-Sachen zu einem halbwegs vernünftigen Preis abbezahlt kriege, oder nicht abbezahlt, sondern abverkauft. So, dann würde ich sagen, machen wir hier einfach mal auf. Achso, ich kann hier wieder in den Chat rausziehen, dann sieht man es vielleicht ein Ticken besser. Jetzt ziehe ich den nicht so weit hoch, dass der wieder buggt. Und ihr seht, hier sieht es genauso aus. Hier sind es halt die 200-Item-Level-Sachen, 230er und die Legendaries. Mit dem Lederchar verkaufe ich tatsächlich mehr, ne? Das ist auch nochmal 500 Verkäufe mehr tatsächlich als bei meinem Monk, wo ich ja Schmied und Schneider habe. Schneider läuft eh nicht so gut, ne? Aber es ist halt einfach so, es gibt halt sehr viele Lederchars, einige Kettenchars noch und da hat man einfach mit Leder die meisten Sachen. Mal gucken, was wir hier rausholen. Wenn wir jetzt auch nochmal so die 15k knacken oder 15 Millionen, dann wäre es schon mal ganz gut. Ja, mal gucken, was wir da noch bekommen. Hier merke ich es halt auch, ne, dass die meisten Legendaries halt ziemlich eingebrochen sind. Ne? Wir können auch hier parallel mal da oben gucken.
Naja, obwohl, hier sind doch einige Sachen ganz gut im Plus, ne? Also, wobei, ich muss hier auf dem zweiten Account, weil ich da mehrere Chars habe, mit denen ich Legendaries verkaufe, muss ich hier immer die Daten resetten, weil sonst zeigt es mir immer irgendeinen Mist an. Also da muss ich den Cage löschen, einmal den MH scannen, dass ich quasi die richtigen Werte drin habe, ne? Sonst spackt es immer. Also, wenn ihr das Add-ons euch auch holt, Legendary Stock Tracker, wichtig, wenn ihr mit mehreren Chars Legendaries verkauft, immer einmal ins Auktionshaus gehen, die Auktionen einmal aufmachen, den Beruf einmal aufmachen, dann die Daten löschen und am besten das nochmal machen, dass ihr die richtigen Werte habt. Sonst stellt ihr Sachen her, die sind in der Miese und ihr wollt keinen Verlust machen, ne? So, okay. Schau mal, da habe ich sogar noch einen Helm für 114k verkauft. Da sind jetzt noch die Mattkosten vielleicht noch bei 30, 35k. Also, das waren noch schöne Zeiten, ne? Aber sieht man, innerhalb von 2, 3, 4 Wochen sind teilweise die Legendary-Preise, haben sich halt echt einfach halbiert, ne? Das ist schon krass. Deswegen musste ich auch gucken, dass ich schnell Zeug verkaufe, weil die Sachen, die ich noch hergestellt habe, für 80k Herstellungskosten, wenn die jetzt noch für 40k verkauft werden, dann ist es halt bitter. So, wir haben jetzt etwa wieder die Hälfte abverkauft, sind einmal am Cap, dann können wir das wieder an einem anderen Char schicken. Und zwar, welchen nehmen wir jetzt? Habe ich denn noch Reserven oder Kapazitäten? Ja gut. Ich könnte es auf den Worry. Komm, ich schicke mir das auf den Worry, weil mit dem will ich ab und an Transmog. Oder nein, ich kann es auf den einen DH schicken, mit dem ich die Sachen umcrafte, ne? Oder? Wie viel hat der DH noch rumliegen? Teler DH. Jetzt muss ich bloß mal kurz gucken. Jetzt sehe ich ihn gerade nicht. Ah, der hat noch 4 Millionen rumliegen. Da habe ich schon mal Gold. Nee, komm, ich schick's zu meinem Worry. Da machen wir einmal Goldcap voll auf dem. Und dann kann ich mir ein bisschen Transmog. Also ab und zu logge ich da noch ein bisschen rum und kaufe mir da ein bisschen was. Ah, nee, warte mal. Das waren jetzt 9.000. Dann machen wir hier eine 0. Dann haben wir 9.990.000. Und ein paar K hat er ja noch, ne? Dann passt das auf jeden Fall. So, okay. Was haben wir jetzt noch? 9.000 über. Ja, overall werde ich wahrscheinlich ein bisschen Minus gemacht haben. Aber ich hab's ja vorhin schon gesagt, ne? Also wenn ich 20 Millionen reinhole, dann ist okay, ist nicht gut, ne? Wenn ich 30 Millionen reinhole, dann ist auf jeden Fall schon mal gut. Dann bin ich trotzdem noch im Minus. Aber wie gesagt, ich habe ja Schmied und Lederer hochgeskillt und das ist eine langfristige Sache. Dass ich das in einem Zyklus oder in einem Monat quasi nicht reinhole, ist mir relativ klar. Also die Skillkosten, die werden sich wahrscheinlich erst im Laufe des Addons amortisieren. Das ist einfach so, wenn du 20, 30 Millionen Skillkosten hast, dass du die nicht schnell reinholst, ist leider klar. Deswegen muss ich auf jeden Fall dranbleiben. Also wenn ihr auch am Überlegen seid, hey, ich gehe ins Legendary-Geschäft, dann solltet ihr A, ein relativ großes Grundkapital haben. Wie gesagt, ich habe jetzt in dem Monat über 40 Millionen ausgegeben, ne? Und B, ihr müsst halt langfristig dranbleiben. Wenn ihr das mal eine Woche macht, könnt ihr knicken. Ihr gebt so viel Gold dafür aus, auf den Stand zu kommen, um quasi mitspielen zu können, dass es Schwachsinn wäre, das auszugeben und das dann nicht durch. Dann müsst ihr quasi eigentlich fast das halbe Addon durchziehen und wissen, okay, ich mache das weiter, weil sonst ist diese große Startinvestition, frisst euch dann halt auf, ne? Das ist ganz klar. Ja, jetzt muss ich mal gucken, das wird gerade geschrieben, in 9.1.5 kann man wieder Gewinne machen. Man kann auch jetzt Gewinne machen, aber ich vermute mal, klar, immer wenn ein Patch kommt und gewisse Sachen vereinfacht werden, auch für Twings und andere Geschichten, dann ist immer die große Stunde geschlagen. Es war ja auch am Anfang von 9.1, war ja auch quasi ein Eldorado, oder? Da hat man ja auch richtig Kohle scheffeln können. Da hat man ja Gewinnspannen gehabt, die weit weg von Gut und Böse waren und ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, es läuft weiter rein. Ich glaube, wir können da nochmal sogar ein Goldcap reinholen, so wie es aussieht. Ihr seht, zwischendrin verkaufe ich auch immer sehr viele Ringe, ne? Also da ist anscheinend einer, der meine ganzen Ringe immer rauskauft, der immer hier einen kleinen Marktreset reinhauen will. Schau mal, da sind jetzt mehrere Sachen, die noch teurer waren. 60, 80k, ne? Das war halt auch von ein paar Wochen, da ging noch was. So, wir haben nochmal Goldcap, jetzt muss ich das nochmal loswerden. Jetzt bin ich am Überlegen. Wie viel ist denn jetzt noch drin? 1, irgendwas Millionen. Dann schicke ich das jetzt mal noch zu meinem DH. Der hat ja eh schon ein bisschen was rumliegen.
Das war der hier. Der hatte, glaube ich, 4 Millionen schon rumliegen. Wo haben wir es? Ne, 5 hatte der rumliegen. Wie viel ist jetzt hier noch drin? Ein bisschen über 1 Million war drin, ne? Fast 2. Ja, dann schicke ich mal 3 weg. Schicken wir mal 3 Millionen weg. Hier habe ich jetzt mehr rausgeholt, ne? Was habe ich jetzt schon weggeschickt? Ich habe quasi einen Cap weggeschickt und 3 Millionen, also 13 Millionen habe ich jetzt schon weggeschickt. Und, müssen wir jetzt 20 Millionen reingeholt haben, oder? 1,5 hatte ich, glaube ich, am Anfang. Gar nicht schlecht. Ein Tag. Nicht, dass da schon was ausgelaufen ist, ne? Hoi, warum habe ich da einen Tag? Beim anderen waren es noch 2 Tage. Ja gut. Okay, haben wir da auch alles raus tatsächlich. Hier kann ich zum Glück den Chat einklappen. Also hier haben wir jetzt über 20 Millionen rausgeholt. Beim anderen waren es auch über 10. Also haben wir auf jeden Fall schon wieder 30 drin. Das lief besser, als ich dachte. Vielleicht kriegen wir es doch komplett amortisiert. Wahrscheinlich wird es knapp, ne? Hier wird gerade im Stream gefragt, ob ich nicht Angst habe, gehackt zu werden. Naja gut, die Möglichkeit besteht natürlich immer, dass du gehackt wirst, ganz klar. Aber ich habe ja auch einen Authentikator drauf, ne? Und dann wird es, denke ich mal, relativ schwierig. Es gibt bestimmt immer Mittel und Wege, aber ja, da bin ich eigentlich relativ gechillt. So, jetzt schauen wir auf den Main-Account. Hier bei meinem Main-Char auf Blackmoor, da wird die Ausbeute wahrscheinlich nicht so groß sein. Mit dem habe ich nicht nur die 200er und 230er und Legendary Pieces drin, sondern weil ich nur einen Char auf Blackmoor im Moment habe, habe ich hier blöderweise auch, also verkaufe ich halt auch den ganzen Ramsch, den ich so kriege mit dem Char. Das sind manchmal Transmog-Sachen, das sind aber auch viele Mats, deswegen sind hier die 1200 Items wahrscheinlich nicht sonderlich viel Gold. Ihr seht, 100 Items sind bloß 200 Gold, also hier wird nicht viel reinkommen, aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Wir können hier auch mal den Chat aufmachen und einfach ein bisschen gucken, ne, was wir rauskriegen. Also ich hatte jetzt noch irgendwie 20-30k, also da war fast nichts mehr. Ich habe übrigens, weil ich hier vor 4 Wochen, waren es ja 3 Millionen, mit denen ich gestartet bin, die reichen natürlich nicht, um immer die Sachen nachzucraften. Also ich habe hier in der Zeit x-mal schon immer so 1 Million rausgenommen, wieder nachgecraftet, wieder 1 Million rausgenommen, wieder nachgecraftet. Also ich glaube, ich habe schon 5, 6 Millionen in der Zeit rausgenommen, um wieder nachcraften zu können. Ne? Sonst würde es halt einfach nicht gehen, ne? Das ist ganz klar. Hier musste ich zwar nichts skillen, aber alleine die Mats immer wieder zu kaufen, ist halt dann auch immer so eine Geschichte, ne? Da reicht irgendwann das Gold nicht. Mal gucken, also die 3 Millionen, die, denke ich mal, werden wir auf jeden Fall wieder rausholen, oder hoffe ich zumindest. Aber, wie gesagt, der Markt hier auf Blackmoor die ersten 2-3 Wochen war halt leider sehr, sehr schlecht, ne? Sehr, sehr schlecht war das. Achso, und zwischendrin habe ich auch noch geboostet gehabt. Also da müsste dann auch nochmal ein bisschen Gold drin sein. Habe ich jetzt auf Verkauft oder habe ich auf Alles öffnen geklickt? Weil jetzt habe ich, glaube ich, das Boost Money und ein paar andere Sachen, die ich noch bekommen habe, auch noch rausgekriegt. Die müssen wir dann rauszählen. Ich habe da... Jetzt müsste ich mal gucken. Ja, ich glaube, das habe ich jetzt auch mit rausgenommen. Ich habe, glaube ich, für einen Boost Run wurde ich schon ausgezahlt. Da hat es um die 200k gegeben. Ein anderer ist nur offen. Wir haben mit der Gilde bei einer Boost-Community haben wir halt HC geboostet gehabt. Und dann habe ich jetzt noch eine andere Geschichte, wo ich 1,7 Millionen bekommen habe, die ich demnächst euch wahrscheinlich erzähle, was das genau ist. Die müssen wir dann vielleicht auch rausrechnen. Also so um, ja, jetzt nicht ganz 2, aber so 1,9 oder so müssen wir rausrechnen aus der Geschichte, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wir sind jetzt schon bei 5, ne? Also die 3 haben wir schon drin, wenn wir die knappen 2 rauszählen und gut ist. So, warte mal, jetzt mache ich mal bloß kurz. Mache ich das mal kurz zu. Weil wir sind, glaube ich, rüber geswappt. Weil da muss ich ja immer ein bisschen hin und her loggen. Genau, nehmen wir jetzt mal hier das raus. Und loggen dann mal... Auf den Spartakus musste ich noch loggen, ne? Das ist mein Worry. Dass wir das zwischen rein machen, um die Ladebalken hier ein bisschen zu überbrücken. So, hier wollten wir weitermachen.
Naja, obwohl, hier habe ich doch ein paar Sachen mal für 50k verkauft, ne? 36, 33. Ja, man merkt schon, Blackmore ist ein hartes Pflaster, ne? Ich hoffe aber, dass die Preise jetzt erstmal hier halbwegs stabil bleiben, ne? Dass wir da nicht wieder so im Minus abrutschen, weil das, also, ich dachte mir schon, okay, soll ich es einstellen, hier auf Blackmore überhaupt die Legendary Pieces zu craften? Also, ihr hättet das sehen sollen, ne? Da war hier in dem, ach nicht in dem Addon, sondern in dem hier, da war einfach alles rot, ne? Es war, glaube ich, kein einziges Ding grün. Das war alles im Minus. Das war schon... Und das über Wochen weg, ne? Also schon krass. Ach, schau mal, hier gibt es eine Gegend... Was habe ich denn wiederhergestellt? Ich habe anscheinend irgendeinen Gegenstand wiederhergestellt. Interessant, kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Aber es ist wahrscheinlich auch schon jetzt einen halben Monat her, ne? Ja gut, also jetzt haben doch gut was reingeholt, ne? Sind wir bei 7,5. Wie gesagt, so 1,9 oder so muss man wahrscheinlich rausrechnen. Ne, das hat dann nichts mit meinen Goldsachen zu tun. Was man aber auch sagen muss, für ein Raid habe ich einiges an Gold ausgeben müssen. Für Flask, Pots und sowas. Ne? Und auch für M+. Ich habe mir Transmog gekauft. Da gehen bestimmt auch nochmal innerhalb von einem Monat fast 1 Million Gold weg. Ne? Also vielleicht hält sich sogar etwa in Waage, was ich dann für Boost-Sachen und andere Gedöns bekommen habe. Also von dem her, gut, sieht das doch gar nicht schlecht aus. Dann sind wir jetzt, was ist das hier noch? Okay, da ist nichts mehr drin. Sind wir bei 8,8 Millionen, das kann sich doch sehen lassen. Dann tun wir jetzt hier mal das eine noch rausholen. Und zwar, hier haben wir nochmal Cap drin, okay. Ach, übrigens den hier... Missionstisch bespiele ich jetzt auch nebenbei so ein bisschen, ne? Mal wenn ich unterwegs bin, ein bisschen Zeit habe, dann schicke ich ab und an die Missionen los auf den Twinks. Ich habe ja einige, riesig Gold bringt es nicht, aber man kann sie so, wenn man eh nichts anderes zu tun hat, mal ein bisschen losschicken, ne? Das schadet nicht. So, okay, also das haben wir rausgeholt, das haben wir rausgeholt, den haben wir auch. Dann müsste ich jetzt auf den hier noch einmal umloggen. Und dann würde ich sagen, dass wir hier schon mal das Gold eventuell eintragen können. Und zwar sind wir jetzt auf dem Main-Account bei 10,44. Also 10.445.000. Oh, warte mal, jetzt habe ich hier die Wochen gar nicht mehr eingetragen. Ja, keine Ahnung, eigentlich ist es auch wurscht, oder? Machen wir jetzt mal 37, 38, 39, 40. Früher habe ich es immer wöchentlich gemacht, aber jetzt mache ich es quasi einmal im Monat und gut ist. Dann haben wir hier Woche 41, 42, 43, 44. Okay. Also auf dem Main-Account haben wir auf jeden Fall gut Plus gemacht. Sind etwa 5 Millionen, die wir hochgekommen sind. Wie gesagt, bisschen Boosting-Zeug ist halt auch mit drin und dementsprechend, ja, ist das nicht alles an Verkäufen. Aber das wird sich fast die Waage halten mit dem, was ich an Transmog ausgegeben habe und für die Raid Consumables. Was ich da an Pots teilweise raushaue und so, da geht natürlich auch einiges. Okay, jetzt schauen wir mal, was auf dem Main-Account ist. Wie gesagt, da hatten wir ja das ein oder andere ausgegeben gehabt. Für, ja. Ach Mist, habe ich jetzt hier diese ganzen Sachen drin, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Jetzt können wir das eventuell gar nicht alles rausholen. Ja, jetzt muss ich hier mal kurz ein bisschen aufräumen. Und zwar, mal kurz ein paar Sachen weghauen. Ich war mit dem hier auch ein bisschen Transmog am Farmen in letzter Zeit, ne, gucke ich halt. Oh, warte mal, na, fünf. Na gut, das können wir mal gucken, ob wir das noch verticken können. Mal verticken. Es ist, also ich würde niemanden raten, an sich Transmog, ne, explizit zu farmen. Oh, warte mal, das können wir vielleicht auch noch verkaufen. Finde ich, lohnt sich nicht so wirklich, weil das sich halt ewig langsam verkauft. Aber wenn ich eh selber unterwegs bin, ne, um für mich Transmog zu farmen und da das andere, ein oder andere Item droppt, das man quasi ins Auktionshaus schmeißen kann, dann lohnt sich das tatsächlich schon. Wir können jetzt hier mal kurz gucken. Ich muss jetzt blöderweise, bin ich anscheinend schlecht vorbereitet, muss ich hier die Items kurz ins Auktionshaus schmeißen, denn mir ist einiges ausgelaufen. Ihr seht, 700 Sachen sind da drin. Da ist hoffentlich das meiste von Gold. Und ja, schmeißen wir jetzt mal ein bisschen was kurz ins Auktionshaus rein und danach können wir das Gold hoffentlich rausziehen. Ihr seht schon, was ich hier teilweise an Mats habe, ist
einiges, ne, irgendwelche alten Mats, aktuelle Mats, und zwischendrin sind dann halt auch immer wieder so Transmog-Teile, ne, von unterschiedlichem Wert. Manche sind halt jetzt nicht viel wert, andere sind halt dann einige Tausend, sogar Hunderttausende an Gold wert. Und was ich auch habe, was ich dem einen oder anderen echt empfehlen kann, solange es nicht auf Antonidas oder Blackmoor verkauft, ist hier ein Pet, das heißt Seltenheit, ne? Und dieses Seltenheit-Pet, ich habe das echt ein paar Mal jetzt verkauft bekommen auf Antonidas. Ich glaube, ich habe eins für 250.000 Gold verkauft bekommen. Eins habe ich für... Ne, und zwei habe ich, glaube ich, für 200.000 sogar verkauft bekommen. Also die gehen ganz gut weg. Und die kannst du eigentlich ganz gut farmen, ne? Auf Blackmoor habe ich es, glaube ich, auch drin. Da hat es leider nicht ganz so gezogen. Da habe ich es bis jetzt noch nicht verkauft bekommen. Da hatte ich es aber auch ehrlich gesagt für, ich glaube, über 300.000 war da der Marktpreis. Und ich wollte jetzt nicht der Arsch sein, der die Preise runterdrückt, wisst ihr? Also ich hätte es wahrscheinlich auf Blackmoor für 200.000 reinhauen können. Vielleicht wäre es dann verkauft worden, dann hätte ich aber halt für alle die Preise runtergedrückt. Dann dachte ich mir, komm, das machst du nicht, so dringend hast du das Gold nicht. Ich hasse schon immer diese Leute, die dann einfach für die Hälfte des Preises reinhauen und dann ziehen alle anderen halt nach und dann ist der Preis halt für eine längere Zeit am Sack quasi. Und ja, da wollte ich nicht die Person sein, aber für 300 irgendwas Kaffee kriegst du es halt nicht verkauft, ne? Wenn ihr euch jetzt fragt, okay, wo kriege ich das Pet her? Ich habe da schon ein Video dazu gemacht, ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon online gestellt habe. Um es kurz zu machen, du kannst da Kisten farmen in den verschiedenen Gebieten, in Ravendress ist es nicht, ist es in Maldraxxus, bei allen Humanoiden eigentlich, dann einmal in der Bastion und einmal im Ardenwald. Da gibt es verschiedene Spots bei Humanoiden, kannst du als Schurke Kisten farmen, beziehungsweise du kannst diese Kisten auch mit jedem anderen Char bekommen, von allen möglichen Mobs können die droppen oder halt auch aus den Berufungskisten, ne? Und diese Kisten, wenn du aus jeder Zone bis auf Ravendress eine von diesen Kisten hast, kannst du die in Tazavesh bei so einem Händler abgeben, dem gibst du dann noch ein bisschen extra Gold und dann bekommst du Seltenheit. Und ja, die Kisten kannst du halt am besten mit dem Schurken farmen, mit Taschendiebstahl. Und ich kann das euch, während wir jetzt hier nebenbei noch ein paar Sachen einstellen, kann ich das euch auch kurz auf dem zweiten Account auf der Map zeigen. Passt ja auch ganz gut hier in das Goldvideo rein. Also ich habe hier in den drei Zonen, Maldraxxus, Bastion und im Ardenwald, das gefarmt. Und im Ardenwald kann ich euch mal den Spot zeigen, wenn sich meine Map nicht aufhängen würde. Hier unten, ich habe das mit einem Low-Level-Char gefarmt. Hier einfach Taschendiebstahl machen. Da gibt es dann eine Kiste. Fragt mich jetzt nicht, wie die Kisten heißen. Also es droppt immer nur eine Kiste pro Zone. Und dann in der Bastion habe ich quasi hier die Kisten gefarmt mit dem Schurken. Könnt einen Level 50er Schurken nehmen, also das passt. Und ich glaube, in Maldraxxus habe ich hier die Kisten gefarmt. Ich hatte aber das Glück, tatsächlich, dass ich noch einige Kisten über hatte. Und zwar war ich ein bisschen faul und habe seit Anfang an der Expansion meine Kisten, die ich hatte, gut, ich habe einige auch zerstört, sage ich ganz ehrlich, bereue ich jetzt im Nachhinein, aber ich habe die immer zu meinem Schurken geschickt, ne? Und habe gedacht, ja, die mache ich irgendwann mal auf mit dem Schurken. So, jetzt kannst du die Kisten aber nur öffnen, wenn der Schurke Level 60 ist. Mein Schurke ist bis jetzt noch nicht Level 60. Und so haben sich diese Kisten halt angesammelt, was mein Glück war. Und dann hatte ich schon einige Kisten, also vor allem aus Maldraxxus hatte ich sau viele Kisten, ein paar aus dem Ardenwald, ich musste eigentlich hauptsächlich die aus der Bastion farmen. Und, ich will jetzt nicht sagen, dass es so ist, ihr geht da hin und nach 5 Mobs habt ihr das. Teilweise muss man auch länger farmen. Ich habe teilweise nach 5 Minuten eine Kiste gekriegt, ich habe aber auch teilweise eine halbe Stunde und länger gefarmt, bis ich eine Kiste hatte, ne? Muss man sich halt immer überlegen. Wie gesagt, im Moment sind die Preise 3 Kisten, 200.000, 200.000 und 250.000 habe ich die verkauft. Ist schon nicht schlecht, dafür, dass man nur einen Level 50er Rogue quasi dafür haben muss. Und Taschendiebstahl kann eigentlich jeder, ne? Da muss man auch nicht viel können. Ja. Ist es eine relativ runde Sache. Es ist aber ein bisschen eine monotone Geschichte, dass ich es noch rausbringe. Also, ja. Jetzt habe ich, glaube ich, noch ein Pet hier auf Antonidas. Eins, glaube ich, noch auf Blackmoor. Und ich werde halt dann wieder zum Farmen anfangen, wenn ich die verkauft kriege, ne? Also, wenn die weg sind. Ich muss mal gucken, ob ich das noch drin habe. Wir können hier mal schauen. Seltenheit. Ja, genau. Ja, jetzt ist hier auch der Preis runtergegangen. 245.000. Ich müsste das eigentlich auch immer reposten. Das ist mein Problem. Ich pack's einmal alle paar Tage rein und tu das nicht reposten, das Pet, weil ich da zu faul war, eine eigene TSM-Gruppe zu machen. Ihr seht ja, mit TSM, wenn das hier scannt, ist das eine relativ schöne Geschichte und man kann da einfach durchziehen.
genau, hier im Stream wird schon moniert, dass das ja eigentlich doch nur ein Goldtagebuch-Video sein soll. Ja, aber zu dem Goldtagebuch gehören auch so Sachen wie die Pets tatsächlich dazu, ne? Wo ich halt damit auch ein bisschen Gold mache. Die Verkäufe müssten bei dem Char jetzt noch mit drin sein. Und ja, wenn ich jetzt gleich das Zeug abverkauft habe, dann müssten wir da sehen können, für wie viel ich es genau verkauft habe. Also da geht ja immer noch, ich glaube, 5% sind's Cut weg, ne? Was sich quasi das Auktionshaus nimmt. Also alles darfst du da leider nicht behalten. Und deswegen sollte man sich das auch mal ein bisschen überlegen, für wie viel man was craftet, ne? Viele vergessen, glaube ich, dass sie da noch diesen Cut haben, den das Auktionshaus einzieht. Und wenn du da zu eng kalkulierst, dann ist halt ein bisschen blöd. Ich habe zum Beispiel hier bei diesem Legendary-Ding, da muss ich mal schauen, bei den Einstellungen. Ah, warte mal, bei dem Char habe ich es jetzt gar nicht drin, bei den anderen habe ich es eingestellt. Aber hier habe ich quasi minimaler Gewinn, ne, in Prozent. Habe ich so irgendwas zwischen 8 und 10 setze ich meistens ein, ne? Weil ihr müsst rechnen, 5% geht halt schon mal weg an den Auktionshaus. Und wenn ihr da zu gering kalkuliert, dann macht ihr halt mit jedem Teil, das ihr verkauft, miese. Und das wollt ihr nicht. Jetzt werde ich gerade noch gefragt, wegen dem, wie das Addon das scannen kann. Und zwar benutzt es die TSM-Daten, ne? Also TSM zieht ja hier auch seine Daten. Und diese Daten verwendet quasi Legendary Stock Tracker mit. Um das, ja, dass das funktioniert, braucht ihr natürlich nicht nur TSM und also das Addon hier, ne? Sondern ihr braucht natürlich auch den Client. Beziehungsweise, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich ihn genau habe. Es gibt quasi eine TSM-App, ne? Und diese TSM-App, die zieht quasi die Daten immer. Also früher musste man ja bei TSM immer hergehen und das manuell machen und den Scan durchhauen. Das erspart man sich Gott sei Dank heutzutage, aber dafür braucht man halt die App. Und in der App müsst ihr halt auch einstellen, welche Server ihr scannt. Also ich habe, glaube ich, 5 Server drin. Antonidas, Blackmore, Lothar, Erida und Equin. Eigentlich brauche ich im Moment nur Antonidas und hier Blackmore, aber ich habe die anderen jetzt einfach drin gelassen. Ich habe da auch Chars, da habe ich mal eine Weile, wer jetzt die älteren Videos noch kennt, aktiv Zeug verkauft. Und dementsprechend muss man die Server auch tatsächlich eintragen, sonst hat man keine akkuraten Daten von den jeweiligen Servern. Und wenn ihr da keine akkuraten Daten habt, dann habt ihr schlichtweg das Problem, dass ihr ja die Sachen für einen falschen Preis eventuell reinstellt oder die nicht automatisch, wie ich jetzt hier mit TSM, reinstellen könnt. So, jetzt haben wir genug Zeit überbrückt. Ich habe jetzt noch die letzten Sachen aus dem Postkasten genommen. Jetzt werden wir einmal das Gold noch rausnehmen und dann sehen wir auch zum Glück gleich den Endbetrag. Normalerweise logge ich immer durch und versuche vorher die Postkästen mal auszuräumen, dass ich halt auch ans Gold rankomme. Ich habe das jetzt blöderweise bei dem Char vergessen, war jetzt aber gar nicht so schlecht, sonst hätte ich euch das gar nicht erzählen können mit dem Pet, ne? Sonst wäre ich da gar nicht mehr drauf gekommen, dass ich das ja auch noch verkauft habe. Ich habe auch noch ein paar andere Pets im Auktionshaus, aber ja, das ist jetzt nicht so lukrativ. Ich habe ja auch ich habe auch ein Video gemacht zu den Pets, die man in Oribos kaufen kann, über diese grauen Items. Da war ich auch im Überlegen, ob ich da ein paar verkaufen soll, habe es dann aber gelassen, weil ich mir denke, da sind zu viele Leute schon im Markt drin. So, jetzt gucken wir hier noch bei dem letzten Char, zwecks im Gold. Ich habe jetzt hier noch 431 Mails, wie ihr seht. Und das ist halt, ja, zum großen Teil Mats, die ich hier noch verkaufe, die ich mit allen möglichen Chars kriege. Und Transmog-Items, beziehungsweise so alles Mögliche, ne, was wir hier kriegen. Machen wir dann nochmal den Chat einmal auf und holen das mal raus. Da können wir mal gucken. Also das meiste ist halt Krimskrams, ne? Also ihr seht schon hier ewig viele Hornbälge, irgendwelche Kristalle, irgendwelche Runen, die leider jetzt nicht mehr sonderlich viel wert sind. Ich bekomme ja sehr viele Runen über den Missionstisch. Und schau mal, hier haben wir anscheinend irgendeine Armbrust verkauft für 50.000 Gold. Also das ist halt Transmog, ne? Das kann ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr dauern, bis man was verkauft kriegt. Aber manche Sachen gehen tatsächlich dann weg und ja, sind auch tatsächlich relativ viel wert. 50.000 für ein Transmog-Item ist doch nicht schlecht. Hier haben wir irgendwas für 18.000 verkauft. Flatterich, das wird irgendein Pet sein. Hier, da Seltenheit, seht ihr? 189.000, das waren wahrscheinlich 200.000 im Verkauf. Und dann geht halt der Auktionshaus-Cut nur weg, 5%. Bei 200.000 sind halt 10.000 Gold, ne? Also, ja. Da müssten nochmal irgendwo Seltenheit dabei sein. Was haben wir hier noch? Blubbernde Pustel, das ist, glaube ich, auch ein Pet. Das ist, glaube ich, aus Maldraxxus. Da haben wir auch nochmal was verkauft. Auch gar nicht so verkehrt.
Und nochmal was für 200k, wo ist es denn? Hier, seht ihr, da haben wir nochmal Seltenheit verkauft, 237k, das war halt für 250.000 oder so, was wir da vertickt haben. Also das meiste sind natürlich dann schon diese einen großen Items, aber wie gesagt, dieses Krimskrams-Zeug, ne, es summiert sich halt auf, Kleinvieh macht auch Mist. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier overall nochmal rausgezogen haben. 9k haben wir noch. Was haben wir denn jetzt gemacht? Hier mein Addon sagt mir, ja, komm, 700k. Ist doch nicht schlecht. Für Trash, den ich sonst nicht ins Auktionshaus stellen würde. Gut, die Pets jetzt schon, aber der Rest ist halt Kleinviehmist. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal das Endergebnis an. Was haben wir jetzt hier? Ah, ziemlich genau 50 Millionen. 50 Millionen 504.000. Sind wir da sogar dann im... Nee, nicht ganz. 50.504.000. Wir haben sogar Plus gemacht, das gibt's nicht. Ich habe halt echt 20, 30 Millionen für Skillen ausgegeben und ich bin tatsächlich im Plus 2 Millionen. Ich gibt's ja gar nicht. Okay, es lief deutlich besser, als ich dachte. Tatsächlich. Wir sind ins Plus gekommen, ne? Jetzt überlegt mal, wenn ich nicht geskillt hätte, dann hätte ich halt einen richtig dicken Plusbetrag. Der Allerlei Gamer sagt, ich hab's doch gesagt. Aber es ist close gewesen, ne, dass wir ins Plus gekommen sind. Ganz close. Ja gut, dann haben wir jetzt wieder overall 60 Millionen. Zusätzlich die ganzen Berufe geskillt. Und ja, mal gucken. Wenn ich jetzt nicht bis zum nächsten Mal mir einfällt, komm, lass doch auf irgendeinem anderen Server wieder 20, 30 Millionen in die Tonne klopfen, um da wieder Berufe zu skillen, dann müssten wir eigentlich beim nächsten Mal ganz gute Gewinne machen können, wenn wir nicht wieder irgendwo Größeres investieren. Ich bin aber am Überlegen, sage ich euch ehrlich, ob ich mir für mehr Gold wieder ein bisschen Transmog kaufe, deswegen, oder irgendeinen Boostrun mir irgendwas holen, muss ich mal schauen. Man weiß ja nie, ne? Aber ja, dann sind wir damit am Ende. Diesmal ein relativ langes Video tatsächlich. Und ja, schreibt mir gerne eure Kommentare oder eure Gedanken in die Kommentare so rum. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, wenn es wieder heißt Gold-Tagebuch. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.